Herzlich willkommen bei Time to Talk. Und heute spreche ich mit einem Mann, der es in den letzten Jahren immer wieder geschafft hat, mich mit seinen faszinierenden Erkenntnissen zu begeistern. Er ist Neurobiologe, Hirnforscher und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung. Er hat ein sehr großes Talent, komplexe neurobiologische Zusammenhänge so einfach und anschaulich zu erklären, dass es normale Menschen wie du und ich begreifen können. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Herzlich willkommen zu Time to Talk, Dr. Gerald Hüther. Ja, liebe Frau Mattis, ich bin auch froh, dass wir uns hier verabreden konnten und freue mich auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen auch alle, die uns jetzt hier zuschauen und zuhören. Ganz genau. Und spannend wird es bestimmt, denn Herr Hüther, wir wollen ja über die Möglichkeiten, aber auch ein bisschen über die Unmöglichkeiten von Schule sprechen. Das ist ja ein Thema, was Ihnen auch seit Jahren schon sehr am Herzen liegt. Und Sie haben mal gesagt, das Problem von Schule ist so ein bisschen unsere Vorstellung, wie wir glauben, dass Lernen funktioniert. Und Sie meinen auch, dass viele Menschen sich gar nicht vorstellen können, dass Kinder von sich aus gerne lernen, weil sie vielleicht selber in ihrer eigenen Schulzeit ihre Lernfreude verloren haben oder man es ihnen irgendwie verdorben hat. Und sie gehen dann noch einen Schritt weiter und sagen, Lernen ist letztendlich eine Grundeigenschaft, ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und wenn wir jetzt Kinder zur Schule schicken und ihnen da vor Ort die ihnen angeborene Lernfreude verdorben wird, dann verderben wir ihnen auch so ein bisschen die Lust am Lebendigsein. Und ich finde, das wiegt schwer, diese Aussage, weil das wäre ja fatal. Und deswegen wollen wir umso mehr heute nochmal darüber sprechen, was kann Schule oder beziehungsweise was ist im Moment in Ihren Augen einer der größten Schwierigkeiten oder Probleme von Schule und ja, mit welchen fatalen Folgen? Naja, das Problem ist einfach, dass diese Schule, so wie wir sie heute haben, das ist ja eine Einrichtung und die hat sich auch so über die Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg so herausgeformt. Und alle solche Einrichtungen, die da entstehen, haben diese Tendenz in sich zu verhärten. Also Menschen waren auch mal ursprünglich sehr spirituelle Wesen und es gab mal sowas wie ein Urchristentum und da ist das alles noch sehr authentisch und dann bildet sich eben eine Organisationsform Kirche und die wird darüber gesetzt und die organisiert jetzt die Gläubigkeit mit dem Ergebnis, dass man am Ende bei Hexenverbrennung und solchen Blödsinn gelandet ist. Und Schule ist eben auch so eine Art Einrichtung, die wir geschaffen haben, damit das Lernen funktionieren soll. Wenn man noch ein bisschen genauer und ehrlicher ist, ging es darum, dass die nachwachsende Generation in Stand gesetzt werden sollte, um die Tätigkeiten und die Aktivitäten der vorangegangenen Generation fortzusetzen. Also das war niemals das Anliegen von denjenigen, die Schulen aufgebaut haben in unseren Gesellschaften, dass die Kinder und Jugendlichen sich da entfalten sollten. Okay. Die hatten bestimmte Aufgaben später zu übernehmen und auf diese Aufgaben wurden sie vorbereitet und diese Vorbereitung erfolgte nach den damaligen Kenntnissen und nach den damaligen Vorstellungen und das waren doch im Wesentlichen Abrichtungs- und Dressurmethoden, wie wir das heute so ehrlicherweise mal sagen müssen. Denn die Vorläufer der heutigen Schulen, das waren ja diese Katechismusschulen, wo man ja jetzt auch selbst in der gegenwärtigen Kirche noch sieht, wie es da bisweilen zugegangen ist zwischen Schüler und Lehrer. Und da wurde dann auswendig gepaukt und eine andere Vorläuferform von Schule waren die Kadettenschulen, wo es dann um die Vorbereitung auf den Militärdienst ging. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das alles sehr eigenartige Vorstellungen vom Lernen waren, die da verwirklicht worden sind. Und zwar dieses typische, das nennt man ja heute Konditionierung. Und das ist seit den 50er Jahren auch von den Psychologen und den Lernforschern rauf und runter dekliniert worden und untersucht worden. Und da geht es um Banane, geht es darum, dass eine
bestimmte Lernleistung erzwungen wird, indem man dafür entweder Belohnungen erteilt oder Bestrafungen verteilt. So. Okay, ist sehr häufig, ne? Wenn die Belohnung nicht mehr funktioniert, Genau. dann Und am Anfang nimmt haben, man die Bestrafung. genau, das, was schärfer wirkt, ist zunächst erstmal die Bestrafung. Deshalb haben die am Anfang geprügelt. Meine Mutter war noch in so einer Schule, wo die die Hand vorstrecken musste, wenn sie beim Gedichtaufsagen hängen geblieben ist, hat sie da eine auf die Finger gekriegt. Und heute hat sich dann eben doch das der Bestrafungsmodus nicht mehr so offen durchgesetzt. Besteht natürlich immer noch die Drohung, wenn du nicht richtig lernst, kriegst du eine schlechte Zensur. Und wenn du schlechte Zensuren hast, bleibst du sitzen. Heute machen wir es aber lieber mit der Belohnungsnummer. Und deshalb wird dann also alles Mögliche versprochen. Wenn dann gute Leistungen erbracht werden, gibt es dann gute Zensuren, dann gibt es die Möglichkeit aufzusteigen, dann gibt es die Möglichkeit, bestimmte Studienplätze oder begehrte Berufe zu erlernen und Zugang zu den entsprechenden Ausbildungseinrichtungen zu bekommen. Das ist alles, ja, es ist alles noch dieselbe Dressur und Abrichtung wie damals, heißt, sieht nur anders aus Ich und wollte geht gerade sagen, anders. so wie Sie das ausdrücken, drücken, hört sich das wirklich nach Dressur an, wie ein Zirkuspferdchen, was dann nachher irgendwie eine Möhre bekommt, wenn es was gut gemacht hat oder so, oder ein Hund, der ein Leckerli bekommt. Also, Ja, klingt wirklich sehr und nach Dressur dann, ja. aber ich glaube, es hat auch keinen Sinn, wenn wir sozusagen die Augen davor verschließen, dass es im Kern immer noch so ist. Also wir versuchen das ein bisschen zu kaschieren, und versuchen das auch anders zu machen, aber es ist uns nie so richtig gelungen. Und das hängt damit zusammen, dass unsere ganze Gesellschaft im Grunde genommen so aufgebaut ist. Und da kommen wir zu dem eigentlichen Problem unserer Schule. Es wird sich an der Art und Weise, wie wir Schule organisieren, niemals was ändern, wenn wir nicht vorher lernen, uns unser Zusammenleben in der Gesellschaft anders zu organisieren. Da geht es doch genauso zu, wie ja, auch mit Belohnung und Bestrafung. Wenn man droht mit Kündigung oder man verspricht Incentives oder irgendwelche Prämien, es wird alles sozusagen so abgewickelt, wie ja, Ja, oder im persönlichen, Abrechnung ist einfach. privaten Bereich dann mit Ablehnung, ne? Mit Ignorieren, ablehnen, dann mag ich dich dann halt nicht mehr Das oder ist so in dann die die Richtung. ganz subtile Form, gegen die sich Kinder gar nicht mehr wehren können. Also gegen Prügel kann man sich wehren. Also auch Belohnungen, die man so offenkundig bekommen soll, weil man was gut gemacht hat, kann man sich auch noch wehren. Aber gegen dieses subtile Angebot, dass ich dich besonders lieb habe, wenn du jetzt in der Schule wieder so schöne Zensuren gemacht hast, da ist sehr schwer, sich dagegen zu wehren. Und auch das ist eine Art von Abrichtung und Dressur. Und alles zusammengenommen charakterisiert ein Modus, eine Art und Weise des Umgangs miteinander, der eben, das wollte ich gerade sagen, in unserer Gesellschaft völlig verbreitet ist und auch für selbstverständlich gehalten wird. Und der Modus heißt, einer macht den anderen zum Objekt. Einer macht den anderen zum Objekt seiner Vorstellung, seiner Absichten, seiner Ziele, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen und dann auch noch seiner Maßnahmen. Und dann nützt es nichts, wenn ich die Maßnahmen dann Fördermaßnahmen nenne. Ich mache dieses Kind trotzdem zum Objekt meiner Maßnahme. Und da kommt jetzt der Hirnforscher in mir. Sie merken, ich fange auch an, mich zu erregen. Da kommt dann der Hirnforscher in mir und sagt, wenn ein Kind oder wenn ein Mensch erleben muss, dass er nicht in seiner Einzigartigkeit gesehen ist, wenn er merken muss, dass sein Grundbedürfnis dazu zu gehören und mit den anderen verbunden zu sein, nur dann erfüllt wird, wenn er sich den Maßgaben der anderen unterwirft. Und wenn er merkt, dass er nicht das tun kann, dass er nicht das gestalten kann und so gestalten kann, wie er es für gut hält, sondern wenn er sich mit seiner Gestaltungsfreude nach dem richten muss, was ihm da vorgegeben wird und ihm dauernd gesagt wird, wie er es machen muss, dann haben wir eine ganz schwierige Situation. Dann ist das so, dass im Hirn es zu einer großen Unruhe kommt. Also das nennen die Hirnforscher Inkohärenz. Da passt nichts mehr. Das erwartet ja das Kind nicht. Es war immerhin
bis dahin, wo es in die Schule gekommen ist, oder jedenfalls in den ersten 3 Lebensjahren, war es ja immer Subjekt, war es immer Gestalter seines eigenen Lernprozesses. Und deshalb ist das dann auch sehr eigenartig für das Kind, wenn es plötzlich jetzt hier nicht mehr darf, sondern muss. Ja, weil Und es ja viele Sachen selbst geschafft hat. Ne? Man denkt nur mal so ja, an Laufen lernen und solche Dinge. Das sind ja alles Dinge, die die Kinder aus sich heraus alles alleine, schaffen. alles ohne Abrichtung, immer weil das Ja. Kind das wollte. Und dann plötzlich geht es so rum, und das ist schon, macht diese Inkohärenz. Und diese Inkohärenz muss man sich vorstellen, wie so eine sich ausbreitende Unruhe. Die Nervenzellen feuern durcheinander, weil das, was man erlebt, nicht zu dem passt, was man erwartet. Das kennt man ja bisweilen auch noch als Erwachsener. Wenn man zum Beispiel von seinem Partner verlassen wird, ist so ähnlich. So, und dann hat man ein Riesenproblem. Da kann man jetzt keine Vokabeln lernen. Ne? Sondern da muss man jetzt dieses Problem lösen. Und deshalb sind die meisten Kinder dann in der Schule damit beschäftigt, dieses Problem zu lösen. Und viele kommen inzwischen schon in die Schule und haben es gelöst. Denn eine Lösung, die man dann so finden kann, die besteht darin, dass man sich selbst seine eigene Freude am Entdecken und Gestalten so lange unterdrückt, bis sie weg ist. Also, ich dachte, das wäre jetzt eine schöne Lösung. Ich Das habe ist jetzt ja eine ganz schöne aufmerksam Lösung, weil zugehört. jetzt kann man da den ganzen Tag still auf dem Stuhl sitzen und das machen, was die Lehrerin sagt. Also, Oft sei es haben die das die Kinder, Kinder die. zu Hause auch schon so erlebt. Mama war ganz glücklich, weil das Kind so brav das gemacht hat, was die Mama wollte. Okay, mit So, anderen kommen Worten, schon sozusagen, die kommen schon zurechtgestutzt in den Bildungseinrichtungen an. Wenn man dann das Gefühl hat, dass man nicht dazugehört, kann man sich auch selber sagen, ich will ja gar nicht. Ich will ja gar nicht dazugehören. Okay. Überhaupt nicht so. Und das heißt, das ist am Anfang, das ist eine Lösung, die das Kind findet für ein Ja. Problem, das es hat. Es merkt, es wird hier nicht richtig so angenommen, wie es eigentlich ist, sondern das soll immer irgendwas, es soll immer irgendwie so sein, wie die anderen sich das vorstellen. Dann sagt es, ich will gar nicht dazugehören. Das erlebt manche Mutter schon bei ihrer kleinen Tochter, wenn die dann plötzlich mal anfängt zu sagen, blöde Mama. Das sagt die so ganz leise, aber da weiß man schon, okay, jetzt ist schon ein Stadium erreicht, wo das Kind sich von mir abwendet und die natürliche Verbundenheit, die bis hierher zwischen uns existiert hat, wird jetzt von dem Kind aktiv unterbrochen. Und wenn das so weitergeht, dann ist es irgendwann, ist das Kind in der Lage, diese Mutter auch zum Objekt zu machen, weil es sich gar nicht mehr mit der Mutter verbunden fühlt. Dann kommandiert das Töchterchen die Mama rum. Und davon sehen wir auch genügend Beispiele. Und das sind Lösungen, die Kinder so finden, also entweder indem sie lernen, und zwar meistens von den Erwachsenen, die das vormachen, wie man mit so einem Problem umgeht. Gibt es auch Väter, die schlagen, und das Kind kommt dann in diese Not, dass es möglicherweise selbst auch geschlagen wird von diesem Vater. Und da muss man sich jetzt fragen, was würde denn dieser kleine Junge für eine Lösung finden können in diesem System? Und da muss der kleine Junge automatisch, und das weiß auch jeder, dieser kleine Junge wird diesen Vater, der sich mit seiner Macht und seiner Körpergewalt in der Familie immer durchsetzt, der wird diesen Vater als Vorbild nehmen. Der übernimmt dessen Lösungsmuster. Das heißt, der wird genauso ein Schläger, wie der Vater einer war. Aber nicht, weil er das von dem Vater ab sozusagen vorgemacht gekriegt hat, sondern weil er selbst ein Problem hatte und er nach einer Lösung gesucht hat, und die hat der Vater geliefert. So, und wenn man das so rum betrachtet, landet man eben bei sehr vielen Erklärungen, warum Kinder dann schon in der Schule ankommen, Ja. und es kann nicht funktionieren. Wenn Also man das jetzt nochmal vielleicht auch so ein bisschen schwarz-weiß sieht, habe ich da jetzt gerade rausgenommen, die Lösung, die die Kinder dafür haben, ist einerseits, dass sie sich besonders gut anpassen, dass sie all ihre Bedürfnisse, die sie sonst so haben, unterdrücken, damit sie eben mit diesen Vorstellungen, die die anderen haben, irgendwie zurechtkommen. Das sind dann wahrscheinlich aber die, die wir als die wahrnehmen, die besonders gut klarkommen. Halt die Kinder, die erfolgreich so ihre Schullaufbahn machen, wo man nie großartig Probleme hat, die einfach gut klarkommen. Aber das sind dann in ihren Worten die, die sich besonders gut anpassen und ihre Bedürfnisse besonders gut unterdrücken können. Und die anderen, die das nicht können, nicht wollen, sich da so zu unterdrücken, das sind dann die, die sich abspalten müssen, die sogenannten
vielleicht Außenseiter oder so, die sich da Ja, vielleicht gar nicht so die wünschen. suchen dann so einen anderen Weg und der heißt immer gegen die Gemeinschaft. Und die wollen wir auch nicht. Das sind die, die uns dann, die werden dann immer so auffällig. Ja, genau. Die passen nicht in den Klassenverband und die Eltern finden das auch ganz furchtbar, wie das so ein störrisches Kind, was immer einen Eigensinn hat und Genau, die sich auch sich nicht verhaltensoriginellen drüber Kinder. freut, was man dem alles Schönes macht und es will diese Sachen dann nicht anziehen und es ist alles nicht so machen, wie die Eltern das wollen. Ja, das sind die Unangepassten, die, ja, man muss es sagen, das sind eigentlich so Querdenker. Also solche, die dann andere Wege suchen. Es muss aber, wenn wir beide uns jetzt unterhalten, sollten wir uns gegenseitig daran erinnern, dass eine Gesellschaft ohne diese Andersartigen, ohne diese, die so was wie Eigensinn besitzen, eine Gesellschaft eigentlich verloren ist. Dann hat sie nur noch Mitläufer. Das ist müssen auch, eine Gesellschaft muss auch Nachwachsende hervorbringen, die, wenn alle nach rechts laufen, einfach sagen, nee, gehe ich nicht mit, geh nach links. Und wenn alle losrennen und glauben, jetzt geht es um dieses und jenes, dann müssen die stehen bleiben und sagen, nein, gehe ich nicht mit. Und was ist das für eine Gesellschaft, wenn alle gleich sind? Also muss man dann auch wieder eingestehen, dass diejenigen, die wir im Augenblick in den Schulen so gar nicht gebrauchen können, die uns da ganz furchtbar auf den Senkel gehen, eigentlich welche sind, auf die wir auf keinen Fall verzichten können. Ja, das Andere muss man sich sozusagen. vielleicht immer mal wieder klar machen in solchen Ja, Momenten. bevor man die so verurteilt und sie dann versucht, mit entsprechenden Belohnungen oder Bestrafungen genauso gefügig zu machen wie die anderen, wäre es günstiger, sich mal zu fragen, ob das nicht gar nicht so schlecht ist. Und man muss dann auch die andere Frage stellen, was ist denn das eigentlich dann für ein junger Erwachsener, der nichts anderes gelernt hat, als alles so zu machen, wie es von ihm verlangt wird. Dann Abitur womöglich mit 1,0 abschließt und dann sofort weitermacht mit irgend so einem Studium. Ich habe da viele gesehen, die haben alles ordentlich erledigt, aber die waren niemals glücklich in ihrem Leben. Die kriegen Ja. keine Beziehung hin, die kriegen auch keine gute Beziehung zu sich selbst. Das ist ja, man muss sich auch selbst ein bisschen mögen. Und wenn man sich aber jetzt so viele Jahre immer ständig verleugnet hat, damit man die Erwartungen anderer erfüllen kann, dann mag man sich nicht mehr. Und Man deshalb ist es spaltet aus sich meiner ja von Sicht auch sich. kein Wunder, dass es da so viele gibt, vor allen Dingen Mädchen, die sich da selbst verletzen und die da solche Essstörungen und sonst was entwickeln. Das ist furchtbar. Und da müsste eine Gesellschaft hellwach werden, wenn sie das Ja. beobachtet, dass es da immer mehr Kinder und Jugendliche gibt, die mit dieser von ihnen erwarteten Anpassungsleistung nicht zurechtkommen. So, und dann muss man sich fragen, was ist jetzt eigentlich passiert? Weil das ist ja erst seit 2, 3 oder 4 Jahrzehnten so. Als ich in der Schule war, war das noch nicht so. Ich bin da hingegangen, weil ich musste. Wir hatten immer nur Vormittagsunterricht. Wenn die Schule vorbei war, habe ich meinen Ranzen in die Ecke geschmissen und dann ging das schöne Leben los. So, die Eltern haben sich kaum darum gekümmert, was diese Schule da gemacht hat. Ich habe nebenbei Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Und da ist niemals jemand gewesen, der Hausaufgaben mit mir gemacht hat. Die Schule hatte überhaupt gar keine Bedeutung. So, und so bin ich groß geworden. Und bin ja da auch nicht verblödet dabei. Also das scheint nicht so entscheidend zu sein. Aber die Zeiten haben sich jetzt völlig geändert. Die Schule hat eine Bedeutung bekommen, dass sie also alles beherrscht, also auch das ganze Familienleben beherrscht. Auch schon bevor die Kinder in die Schule kommen, werden die Eltern völlig verrückt gemacht, weil sie also dann anfangen, die richtige Schule zu suchen für ihr Kind. Und da müssen sie dann unbedingt auch einen Platz anmelden. Und es ist eine Katastrophe. Ich denke, die Bedeutung ist aber auch so ein bisschen allein vom zeitlichen Umfang, wie lange Kinder jetzt täglich auch sich in diesem Ort Schule aufhalten. Es sind ja nicht wenige, die mindestens bis 1/2, 2 Uhr da sind, viele bis 16 Uhr. Allein von diesem, was die Schule an Tagesablauf einnimmt an Zeit, ist ja schon immens. Und natürlich die Bedeutung, die Schule für die Eltern bekommen hat, weil jetzt natürlich viele Eltern mit beiden Partnern arbeiten gehen. Das war natürlich früher auch häufig nicht so. Da ging dann häufig nur einer der beiden Elternteile arbeiten. Und deswegen hat die Schule einfach auch die Bedeutung,
weil die Kinder aufgefangen werden und die Eltern in Ruhe arbeiten können in der Ja, aber Zeit. das hat ja eigentlich mit dem Bildungsauftrag der Schule nichts mehr zu tun. Nun muss man fragen, was ist die Aufgabe von Schule heute? Erstens Aufbewahrung, sichere Aufbewahrung, dass da auch nichts passiert. Zweitens ist es so, dass die Schule die Aufgabe übertragen bekommen hat oder schon übernommen hat und von früher, dass sie etwas macht, das nennen wir Selektion oder Allokation. Das heißt, die Lehrer und die Schule ist dafür verantwortlich, den Schülern am Ende ein Zeugnis auszustellen, mit dessen Hilfe die dann ihren weiteren Lebensweg gestalten können, weil das ein Eingangstor für weiterführende Berufsausbildung ist, einschließlich Studium, sodass die Schule auch wie so eine Erbsensortiermaschine ständig die Guten und die Schlechten auseinanderlesen soll. Und ja, und das, was wir dann als Lernen bezeichnen, das wäre dann der dritte Teil, also Aufbewahrung, Selektion und dann Lernen. Also da muss man sich ja fragen, ob denn die Schüler in der Schule tatsächlich, so wie unser Lehrplan gemacht ist, das lernen, was sie später im Leben auch wirklich gebrauchen können. Da haben Sie ja, glaube ich, auch ein anderes Verständnis von Bildung. Und da kommen wir dann in diesen Bereich, wo wir sagen müssen, hier schafft sich eine Gesellschaft, eine Einrichtung, die da irgendwo früher mal entstanden ist. Und dann führt diese Gesellschaft diese Einrichtung so weiter. Und in dieser Einrichtung herrschen aber Verhältnisse, die noch durch Vorstellungen geprägt sind, die aus dem folgenden Jahrhundert stammen. Also da hatten wir ja vorhin schon, hatten Sie es schon angeschnitten, unser Lernbegriff. Das ist eine Katastrophe. Wir können doch nicht dieses Dressurlernen als Lernen bezeichnen. Das ist sozusagen eine Ausnahmeform von Lernen, wie es unter ganz ungünstigen Bedingungen auch mal möglich ist, dass einer was lernt. Aber das kann dann nicht die Form sein, die wir anstreben. Die Lernen ist ein Prozess, der ständig stattfindet. Das vergessen die meisten Eltern auch, die Kinder lernen überall und ständig. Also, und das ist durchaus nicht dieser Lernstoff in der Schule, der den Lerninhalt ausmacht. Und es ist auch oftmals eben das, was sie mit den anderen Kindern gemeinsam erleben, was sie in ihrer Freizeit machen. Und wenn dann schon gar keine Freizeit mehr da ist und nur noch Schule, dann wird das Feld, dann wird der Raum, in dem Kinder und Jugendliche was lernen können, das wird so eng, dass es am Ende ist das Lernen beschränkt auf diese Einrichtung. Und dort sollen die lernen, wie das Leben geht, in einer Einrichtung, in der gar kein Leben mehr stattfindet, außer Unterricht. Und dann müssten die Eltern auf die Barrikaden gehen und müssten sagen, das könnt ihr doch nicht machen. Aber die Eltern kennen es nicht anders, die finden das in Ordnung. Die sind auch darauf angewiesen, dass die Schulen irgendwie diese Kinder tagsüber betreuen. Und also spielen die dieses furchtbare Spiel mit. Treiben dann oftmals ihre Kinder, weil sie Angst haben, dass die nicht hinreichend gut, wie das heutzutage heißt, performen, auch noch selber an. Das heißt, das Kind kriegt nicht nur den Druck in der Schule, entsprechende Leistungen zu erzielen, sondern die Eltern machen das auch noch. Und dann haben wir natürlich eine Situation, wo eigentlich gar nichts mehr funktioniert. Also wo sollen jetzt aus so einer Art von Bildungseinrichtung diejenigen rauskommen, die mit Freude und Begeisterung sich um bestimmte Themen kümmern, weil sie ihnen wirklich am Herzen liegen. Wo sollen die rauskommen, die aus sich heraus Verantwortung übernehmen für das, was sie tun, wenn ihnen doch die ganze Zeit die Verantwortung immer abgenommen worden ist? Wo sollen da Leute rauskommen, die kreative Lösungen finden, wenn ihnen doch ständig gesagt worden ist, wie die Was richtige zu Lösung tun auszusehen hat? Also ich würde sagen, wir sind alle komplett wahnsinnig geworden in unserer Gesellschaft. Wenn Ja. wir zulassen, dass wir unsere Kinder jetzt gerade im 21. Jahrhundert immer noch so großziehen und in diese schulischen Einrichtungen, die immer noch diese Erfahrung machen müssen, wie sie eben größtenteils dort auch gemacht werden. Und an der Stelle wollen wir vielleicht auch beide nochmal sagen, es gibt natürlich auch ein paar Schulen, wo es anders ist. Darüber reden wir jetzt gerade nicht. Wir Genau, und da wollen reden wir auch über die Art gleich. und Weise, wie eine Gesellschaft ihr Schulsystem aufbaut. Wir Ja. reden über ein System.
Und dieses ganze System wird sich nicht ändern, wenn sich nicht diese Gesellschaft verändert. Ich habe ja mit Politikern auch viel zu tun gehabt, weil ich auch dann bisweilen in solche Gremien berufen worden bin, wo es um die Zukunft des Lernens geht, zum Beispiel bei Frau Merkel im Bundeskanzleramt. Und da wird ja dann auch deutlich, dass die Politiker durchaus verstehen, dass es so nicht gehen kann, dass die sogar bereit sind, darüber nachzudenken, wie man es anders machen kann. Also man könnte den Schulzwang abschaffen, man könnte die Zensuren abschaffen. Und dass die dann im nächsten Atemzug schon sagen, die Frau Merkel sagt dann, das können wir nicht machen, weil das ist ja Ländersache. Also die schieben das auf die Länder ab. Und die Länder machen das, können das deshalb nicht machen, weil der jeweilige Landesfürst, der so etwas bestimmt, innerhalb von kürzester Zeit in unserer heutigen Gesellschaft niedergerungen wird, weil es zu viele Erwachsene, sogenannte Wählerstimmen gibt, die sich darüber empören, dass die Politiker nun, nachdem sie schon alles, was einigermaßen dazu geführt hat, dass unsere Kinder einigermaßen das machen, was wir von ihnen wollen, wenn sie dann auch noch die Schulpflicht abschaffen und die Zensuren. So, da geht ein Schrei, ein Aufschrei durchs Land und innerhalb kürzester Zeit ist der betreffende sehr progressive und innovative Politiker oder diese Politikerin weggefegt. Das heißt, es lässt sich hier gar nicht das, was wir eigentlich bräuchten für ein zukunftsfähiges Schulsystem, lässt sich gar nicht durchsetzen, weil die Mehrzahl der Erwachsenen es sich nicht vorstellen kann. Es Richtig. ist auch wirklich bitter, wenn man das dann erlebt. Die können sich, die Mehrzahl der Erwachsenen, also derjenigen, die dann am Ende zur Wahl gehen, die können sich gar nicht vorstellen, dass ein Kind freiwillig und aus sich selbst heraus lernt. Die glauben, das muss immer angetrieben werden. Da muss Ja, irgendwie weil das Belohnung wahrscheinlich oder von sich, Bestrafung. Genau, ja, und das wahrscheinlich kommt kennen daher, es von sich selber auch genau, sie nicht kennen mehr es nicht anders. anders. Das ist ihre eigene Erfahrung. Und dann Ja. kriege ich manchmal, habe ich dann auch so Lust, das ein bisschen so hinterfragen. Da kommen die, sagen, das hat mir doch auch nichts geschadet. Gucken Sie, mich haben Sie auch hier damals, ne, mit Druck und so zum Lernen gebracht. Aber heute bin ich Professor. Am Anfang war ich immer sprachlos und inzwischen sage ich immer, ach, wissen Sie, wer weiß, was aus Ihnen geworden wäre, wenn Sie mit Freude und Begeisterung hätten lernen können. Und das ist dann das Einzige, was mir dazu noch einfällt und wahrscheinlich stimmt es auch, dass da Es ist sicherlich diesen. auch so, dass ja viele von diesen sehr angepassten Kindern oder Menschen auch wirklich erfolgreich durchs Leben gehen, weil unsere Gesellschaft ja eben so tickt, dass die ja dann auch besonders gut durchkommen, weil sie sich so herrlich anpassen. Aber was hat das vielleicht für Konsequenzen? Vielleicht bin ich irgendwann ein toller Professor oder ein toller Manager, aber bin todunglücklich oder habe mit Burnout oder mit Depressionen zu tun, weil ich eben mein Leben lang schon all diese Bedürfnisse ja unterdrücke. Ne? Also das heißt ja nicht, wenn ich dann nachher tolle Abschlüsse oder tolle Zeugnisse habe, dass ich deswegen auch, also dass mir mein Leben deswegen gelungen ist. Ja, und schaue mir das ja auch ein bisschen genauer an. Sie haben schon ein bisschen gemerkt, dass ich da immer was mit Verschaltungen erzähle. Da werden über bestimmte Bereiche, die zum Beispiel bei einem Kind, was dieses Bewegungsbedürfnis hat, und dann soll das in der Schule den ganzen Tag im Stuhl sitzen. Das kann man ja gar nicht aushalten, wenn es immer zu innen ruft, ne, renn mal wieder Beweg dich, zu. ja. So. Und dann muss sich dieser kleine Junge, der muss sich richtig anstrengen, dass er das still macht. Und Ja. das ist unheimlicher Kraftaufwand und kostet einen Haufen Energie. Und dann hilft sich sozusagen das Hirn selbst. Und da fangen Nervenzellen an, Fortsätze auszubilden, die da drüber wachsen, über diese Bereiche, wo dieser Bewegungsimpuls generiert wird. Und die hemmen das. Und dann hat man sozusagen ein hemmendes Netzwerk über dieses Gebiet gebaut in seinem eigenen Hirn, wo die Bewegung rauskommt, sozusagen. Und das Okay. Ergebnis davon ist jetzt, dass dieser Junge dann wunderbar brav auf dem Stuhl sitzen bleibt, aber der hat überhaupt keine Lust mehr aus Bewegen. Also Der man hat das kann gut dieses. hingekriegt und dann ist es weg. Und so kann man es mit der Gestaltungslust machen, wenn man Kinder nicht das so als kleine Gestalter lässt, sondern ihnen dauernd sagt, was sie zu tun haben, müssen die ihre Freude am eigenen Gestalten so lange unterdrücken, bis sie zugemauert ist im Hirn. Und ich nenne das eben gerne Verwicklung. Das wird dann sozusagen eingewickelt.
wie so Also ein das Ballon. kann Das man ist doch, neurobiologisch wirklich sehen, das lässt sich darstellen. es lässt sich ja inzwischen darstellen, dass alles, was wir machen, alles, was wir denken, sogar wenn wir 3 Wochen lang meditieren, da oben neue Verschaltungen entstehen. Also über dieses Thema brauchen wir uns nicht mehr zu unterhalten. Wenn Ja. es am Anfang wehtut, wenn ich sitzen bleiben muss, weil es mich so drängt, und ich nach 4 Wochen ohne überhaupt irgendwas zu spüren einfach sitzen bleiben kann, dann muss was im Hirn passiert sein. Und da wissen wir, wenn sowas passiert ist, ist das immer auch strukturell da oben entstanden. So, und dann ist das Bewegungs-, die Lust am Bewegen weg, die Freude am Entdecken und eigenem Gestalten ist weg, die Freude am Lernen ist weg, null Bock, haben sie dann, wollen auch gar nichts mehr lernen. Das bezieht sich dann häufig aber nicht nur auf dieses eine Unterrichtsfach, in dem das so besonders dringend war, dass sie das lernen, ihre eigene Freude am Lernen zu unterbinden, sondern das kann man ja nicht spezifisch für Mathe machen, das ist gleich für alles. Und Ja. dann hat man auch keine Lust mehr, da irgendwie überhaupt noch mal was Neues zu lernen. Und das sind alles ziemlich katastrophale Entwicklungen, klar. Das stimmt. Schwer, schwer wieder aufzuheben, später im Leben. Ja, was wäre denn, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was ja auch die Frage war, was läuft falsch, was sind wirklich die fatalen, katastrophalen Folgen? Ich glaube, dass jetzt so wirklich klar geworden ist, was wir da so eventuell anrichten. Wie gesagt, ne, es gibt Schulen und es gibt bestimmt auch einzelne Lehrkräfte, die es ganz, ganz wunderbar machen. Aber wir haben jetzt über das große Ganze gesprochen, über das System, über das starre System Schule, über das, was viele, viele, viele Menschen, also unsere Gesellschaft, einfach so über Lernen denkt und bei dem Thema Schule einfach noch so an Glaubensmustern in ihren Köpfen haben, dass das eventuell ein bisschen revolutioniert werden kann und sollte. Und deswegen würde ich jetzt gerne den Blick mal von dem, was nicht so funktioniert, in die andere Richtung bringen. Was müsste denn geschehen, damit es aus Ihrer Sicht funktionieren kann? Also was brauchen Kinder in der Schule, damit es ihnen gut geht, damit sie sich wohlfühlen, damit sie gut lernen können? Und später wollen wir dann auch noch über Ideen sprechen, wie kann das aus Ihrer Sicht eventuell langfristig funktionieren. Aber erstmal, was müsste gemacht werden? Und nachher können wir noch sprechen, wie wäre eine Möglichkeit, das eventuell hinzubekommen. Das machen wir jetzt ganz schnell, weil wir jetzt so viel schon rausgearbeitet Ja. haben. Wenn das so ist, wie wir das gesagt haben, kommt es zu diesen Lösungen, die die Kinder finden müssen, die dann sich aber eigentlich herausstellen als Verwicklungen, in denen sie sich selbst verfangen und wo sie dann bestimmte Bedürfnisse und lebendige Anteile von sich selbst so lange einwickeln, bis die gar nicht mehr richtig zu spüren sind, damit sie gut funktionieren. Dazu kommt es ja immer dann, wenn das Kind im weitesten Sinne sich als jemand erlebt, der von anderen zum Objekt gemacht wird. So einfach ist das. Also wäre die Schlussfolgerung, das würde nicht passieren, wenn es uns gelänge, unsere Beziehungen in den Schulen und im Umgang mit diesen Kindern und Jugendlichen so zu gestalten, dass keines dieser Kinder und Jugendlichen jemals wieder das Gefühl hat, dass er von anderen zum Objekt gemacht wird. Also Okay, das heißt, dass es ich darf als keiner mehr da sein, der ihm sagt, was er von ihm erwartet, was er sich vorstellt, was da werden soll aus ihm, der ihn belehrt. Er macht ihn dann ja auch zum Objekt seiner Belehrung. Damit fällt der ganze Unterricht weg, wenn es Belehrung ist. Es darf ihn keiner bewerten, dann macht er den zum Objekt der Bewertung. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Und man darf auch ihn nicht mehr zum Objekt von Maßnahmen machen. Das So. heißt, ich als Kind muss meinen Wert erkennen können, ohne dafür eine Leistung zu erbringen. Einfach für das, was ich bin. Ja, das Kind müsste im Grunde genommen die Möglichkeit haben, so weiterzulernen, wie es bis 3 gelernt hat, als es noch niemand zum Objekt gemacht hat. Ja. Ja, und das geht aber nicht umzusetzen, das ist nicht umsetzbar in unseren Schulen, weil wir in der gesamten Gesellschaft uns alle gegenseitig zum Objekt machen und die armen Lehrerinnen und Lehrer in der Schule selbst zum Objekt gemacht werden Von von den übergeordneten Kultusministerien.
Und der Schuldirektor muss seine Lehrer zum Objekt seiner Vorschriften und Anweisungen machen. Also das ist ja eine ständige Kette, die da von oben nach unten runtergeht. Das ist das Kennzeichen hierarchisch geordneter Gesellschaften. Und Ja. diese hierarchisch geordneten Gesellschaften bringen immer wieder genau das hervor, was sie brauchen, nämlich Untertanen, die sich in dieses hierarchische Gefüge einfügen. So, und Okay. jetzt könnte man sagen, okay, jetzt ist nämlich Hoffnung, jetzt bin ich schon bei Ihrem zweiten Teil. Diese hierarchisch geordneten Gesellschaften haben wir schon seit 10.000 Jahren. Das ist jetzt nicht eine Neuigkeit. Das, was wir beobachten, ist, dass die haben sich immer mehr ausgebreitet in der Welt, weil das die Hierarchie, weil die Hierarchie, also diese Art von Ordnungsstruktur, wo das so schön von oben kommandohaft nach unten geht, das ist eine sehr effiziente Art und Weise, unser Zusammenleben zu gestalten, weil da nicht viele Reibungsverluste entstehen und damit es sozusagen energetisch günstig ist. Also es ist kohärenzstiftend. Es dient der Kohärenz, damit passt alles gut. Der Einzelne fügt sich da ein und man kann mit diesen hierarchischen Gemeinschaften, kann man Kriege gewinnen, man kann Naturkatastrophen überwinden. Also man schafft da Dinge, die sind ganz unglaublich. Und so haben wir unsere heutige Gesellschaft in Es dient ja auch dem der Wirtschaftswachstum letztendlich. Wirtschaftswachstum. Es strengt sich dann in der hierarchisch geordneten Gesellschaft auch jeder an, damit er hochkommt. Also man hat dann automatisch in solchen Gesellschaften auch den Wettbewerb und die Leistungsbereitschaft. Und wenn das jetzt lange genug läuft, so eine Gesellschaft, also über 10.000 Jahre hinweg überall, dann kommen auch automatisch immer mehr Erfindungen und Neuerungen in diese Gesellschaft. Das heißt, diese Welt, die diese Gesellschaft produziert und hervorbringt, wird immer komplexer. Und am Ende ist sie dann globalisiert, digitalisiert und ändert sich so schnell, dass man kaum noch mitkommt. Und da geht nun alles Mögliche, aber eine Hierarchie geht nicht mehr. Das ist das, was wir im Augenblick erleben. Wir erleben eine Gesellschaft, die sich mit dem Umstand abfinden muss, dass das Ordnungsprinzip, was sie jetzt über 10.000 Jahre hatte, die Hierarchie, das bis in die Schule runtergegangen ist, dass dieses Ja. Ordnungsprinzip nicht mehr funktioniert. Und das erzeugt in der Gesellschaft Unordnung. Und jetzt sind auf einmal die Familien nicht mehr hierarchisch geordnet. Und das führt dazu, dass die dann auch leichter auseinanderfallen. Dann gibt es auf einmal so viele Fremdeinflüsse, die diese alte Ordnung durcheinander bringen. Dadurch hat dann auch der Lehrer in der Schule gar nicht mehr diese Macht, die der zu meinen Zeiten in der Schule noch hatte. Die Kinder kommen aus ganz anderen Erfahrungshintergründen und da hat sich auch vieles an Ordnungsstrukturen schon aufgelöst, die es früher mal gab. Und deshalb rufen alte Leute dann meistens nach mehr Ordnung. Die alte Ja, Ordnung soll wieder die her. alte Ordnung, genau. So, aber das ist natürlich Blödsinn, weil dann wird es ja nur heißen, die wählen dann auch jemanden wie Trump oder so. Das sind ja auch auf der gesellschaftlichen Ebene dieselben Prozesse. Dann will eine Mehrheit, weil es so unordentlich geworden ist, einen haben, der ihnen jetzt wieder die alte Ordnung wiederbringt. Ja, weil Und wir alle irgendwie auch nach Ordnung und Sicherheit wieder genau, weil das streben. andere verbraucht zu viel Energie. Das ist Ja. Reibungsverluste ohne Ende. Und Wobei, was Sie gerade sagten, beobachtet man ja auch schon oft in Unternehmen und Firmen, dass die jetzt hingehen und da mehr flachere Strukturen und die wollen Hierarchien flachere machen. Strukturen. Und dort sieht man, in den Unternehmen kann man sehen, wo das Problem ist. Man kann die Strukturen nur flach machen und die Ordnungsstruktur von der Hierarchie wegbringen, sodass die Führungskraft nicht mehr alles vorgeben muss, wenn die Mitarbeiter in der Lage wären, die Verantwortung für ihr Arbeiten und ihr Tun und ihr Zusammenwirken selbst zu übernehmen. Das Das heißt, haben sie aber nicht gelernt. wir brauchen, jetzt sind wir ja da, jetzt lösen sich weltweit nicht nur in den Unternehmen, sondern in allen Bereichen diese althergebrachten Ordnungsstrukturen auf. Und die Bevölkerung, also die Menschen, sind gar nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt weg ist. Weil sie ja immer noch in die alten Schulen gehen, in denen sie lernen, dass so eine Ordnungsstruktur in Ordnung ist, wo sie sich anpassen, wo sie sich verwickeln, damit sie in die Ordnungsstruktur, in die alte reinpassen. Und Ja. jetzt haben wir ein richtiges, dickes Problem, dass wir also merken, also dass wir uns jetzt einen neuen Anführer wünschen, bringt es nicht mehr. Und selbst wenn der mal ein bisschen besser ist als der alte, die können es alle nicht mehr, weil das ist zu komplex geworden. Das kann man nicht mehr als Einzelner durchschauen. Und deshalb ist das alte
nicht überlebensfähig. Und deshalb leben wir im Augenblick in einer Übergangszeit, die aber möglicherweise eben, in der wir es möglicherweise schaffen, uns gegenseitig zu helfen, wieder zum Gestalter unseres eigenen Lebens zu werden. Also in diesem Sinne, man müsste sagen, mündige Bürger zu werden. Ja. Und wir müssen uns befreien aus dem, was der Kant selbstverschuldete Unmündigkeit nennt. Okay. Anders wird es nichts. Anders wird es nichts. Anders wird Wir es. stecken in dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit drin Ja. und kommen da nicht raus. Ich glaube auch deshalb, weil wir es nicht erkennen. Man ist ja immer Teil des Systems, man erkennt das gar nicht. Und dann glaubt man, dass wenn man in seiner Schule als Klassenlehrerin alles richtig gemacht hat, oder wenn eine ganze Schule alles richtig gemacht hat und da wirklich kein Kind mehr zum Objekt gemacht wird, dann hätte man etwas Großartiges erreicht. Ja, das hat man für die paar Kinder, die man da begleitet hat. Aber über kurz oder lang müssen die auch in dieses Ordnungssystem hinein. Und deshalb Ja. nützt es nichts, wenn man die in der Montessori-Schule oder in der Waldorfschule oder in der freien Schule oder sonst wo aufwachsen lässt, weil sie am Ende in dieses Ordnungssystem dieser Gesellschaft hinein müssen. Dann finden die sich dann später in der Gesellschaft halt nicht zurecht. Ja. Und wenn man sie aber in dieses gesellschaftliche Ordnungssystem hineinzwingt, mit diesem, ich hab dich dann besonders lieb, wenn du das alles so machst, wie ich mir das wünsche, wenn man sie hineinzwingt, dann entfremden sie sich von sich selbst, sind verwickelt, und solche Leute, die verwickeln immer nur andere. Also die sind ja nicht frei. Die Nee, genau. geben ihre blöden Verwicklungen immer an andere weiter. Genau, weil sie ja Da auch hört nichts der ganze anderes Zirkus gelernt überhaupt haben. nicht auf. Also das, so geht es auch nicht. Ja. Entschuldigung. Und deshalb ist das, was wir da im Augenblick erleben, also irrsinnig interessant. Ich finde es auf alle Fälle spannender als das, was wir vor 20, 30 Jahren hatten, als das noch nicht so sichtbar gewesen ist, alles ein bisschen besser geklappt hat, aber doch eigentlich furchtbar war. Weil wenn ich jetzt zurückschaue in diese Zeit, in der ich zur Schule gegangen bin, 50er Jahre, das war schon eine sehr bittere Zeit. Also gar nicht diese Armut, aber diese Enge, diese geistige Enge. Man muss sich mal so einen Film aus den 50er Jahren angucken, da wird einem ja ganz schlecht. Das sind lauter unmündige Menschen, die man Ja. vorgeführt bekommt. Und da bin ich schon froh, dass sich das ein bisschen anders herausgefunden hat. Aber da muss man ehrlich sagen, das ist nicht durch die Schulen gekommen. Ich wollte gerade sagen, also so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, wären wir ja eigentlich auch alle in irgendeiner Form unmündige Menschen. Vielleicht eine moderne Form der Unmündigkeit, aber unterm Strich sind wir ja dann doch alle relativ angepasst, Ja, dann damit wir versuche funktionieren das und nicht. Ja, ich passen. versuche das nicht. Das ist ja nicht so angenehm, wenn man sich selbst so was sagen muss. Und Sie deshalb haben es ein bisschen netter ausgedrückt. so, dass man es besser annehmen kann, ist also ich mache es jedenfalls so, dass ich dann immer sage, das Hirn ist so plastisch und formbar, dass wir also immer erst suchen müssen, wie es geht. Bei den Tieren ist es alles klar, die haben Instinkte und Triebe, und da geht es eben, wenn es Frühjahr ist, müssen die da also das machen, was der Instinkt sagt. Uns wird manchmal eingeredet, dass wir auch noch unter diesen Instinkten sozusagen von denen beherrscht werden, und das soll dann ein Oxytocin, soll die Liebesbereitschaft erhöhen und all so ein Zeug, aber das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit heißt, wir haben ein so formbares Hirn, weil es gelungen ist, diese festen Mechanismen, die dann Instinkte und Triebe hervorbringen, aufzulösen. Also unser Gehirn hat all das aufgelöst, was so festlegt, wie es lang geht. Das heißt, wir sind dadurch aber auch als Menschen anders als zum Beispiel ein kleines Fohlen, das auf die Welt kommt. Nach einer halben Stunde steht das auf seinen vier Beinen, nachmittags rennt es schon hinter der Mutter her. Dem kleinen Fohlen muss niemand sagen, wie das geht, ein Pferd zu werden. Aber wir Menschen müssen das erst lernen. Wir wissen nicht, wie das geht, und deshalb sind wir zeitlebens Suchende. Sind Suchende, weil wir nicht wissen, wie das geht. Und auf dieser Suche kann man sich natürlich auch verirren.
Und wir kennen alle irgendwelche Leute, die sich auf dieser Suche ziemlich heftig verirrt haben. Und wir wissen auch, dass man sich nicht nur als Einzelner verirren kann, sondern auch als ganze Gemeinschaft, als Ganz ganze Gemeinschaft. Gesellschaft. Also das, was da in der Nazizeit passiert ist, war eine kollektive Verirrung. Und ich weiß nicht, woher wir die Arroganz nehmen, dass wir uns einbilden, jetzt hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen und seien nicht schon wieder auf einem Irrweg. Und vielleicht ist dieses, was wir da im Augenblick versuchen, nämlich, dass wir glauben, wir wüssten, wie es geht und das sei alles in Ordnung und so müssten wir es weitermachen. Tja, vielleicht ist das auch schon wieder alles falsch. Und deshalb ist das so interessant und es ist aber im Augenblick eben auch sehr vieles im Fluss. Und Okay. deshalb können wir davon ausgehen, dass wir wohl noch selber erleben werden, dass die Schule in ihrer Bedeutung immer mehr verschwindet, weil das, was sie eigentlich macht, gar nicht das ist, was, worauf es ankommt. Also es wird schon immer deutlicher, dass das, was man in der Schule lernt, gar nicht das ist, was man zum Leben braucht. Und dann kommen so Bewegungen, dass es dann heißt, meine liebe Kollegin Margret Rasfeld, dass es dann heißt, wir machen den Freitag einfach mal zu einem Tag in unserer Schule, wo die Schüler sich um irgendwas kümmern können, was nicht unbedingt mit Schule zu tun haben muss. Friday, ne? Friday for Friday, Future. ja. So. Freier Tag, ja, genau. Und dann machen die Kinder und Jugendlichen da plötzlich auch in diesem freien Tag eigene Erfahrungen, andere Erfahrungen als Sie in der können Schule. dann ganz in Ihrem Das Tun ist, auch aufgehen, genau, die können sich wahrscheinlich, ja. da um irgendwas kümmern. Manche gehen da in ein Altersheim, manche gehen da auf den Pferdehof, manche machen da irgendwo bei der Feuerwehr irgendwas. Also die kümmern sich um irgendwas, aber das haben sie sich selbst ausgesucht und das wollen sie auch und das gestalten sie selbst und da geht's lang. Das ist die Richtung, in die wir in Zukunft wohl lang müssen. Wir müssen eigentlich in den Orten ganz viele, also dort, wo die Schulen sind, in diesen Städten und Gemeinden, wir bräuchten dort ganz viele Lernorte, ne, die von den Erwachsenen bereitgestellt werden. Ne, der Architekt, der dort sein Büro hat, der kann doch in der Woche auch mal drei, vier Kinder, Jugendliche damit reinnehmen und kann die mal zugucken lassen, was er da macht. Und auch bei Aldi an der Kasse darf doch mal einen halben Tag jemand daneben sitzen aus der Schule und mal gucken, was das eigentlich für ein Job ist, den die da machen. Ein Moment, der Ton ist gerade weg. Die Jetzt niemand wieder. einem zu Hause macht. Jetzt haben wir uns hier irgendwie aufgehängt gehabt. Also an meinem liegt es nicht. Ist Genau. egal. Genau. Also, was ich gesagt hatte, falls das jetzt doch noch mitgeschnitten werden soll, Genau, der ist, letzte wir halbe Satz. müssten versuchen, der Schule selbst ihre Bedeutung, dass wir irgendwie in einem Funkloch. Ja. Ja, der Ton geht leider gerade immer mal wieder weg, aber wir machen mal weiter. ich habe seit eben was im Kopf, was mich nicht mehr so ganz loslässt, weil also wir haben ja gesagt, Schule ist ein sehr starres System und wir haben ja auch schon gesehen, es zieht sich ja von der Hierarchie her bis ganz oben. Also es muss sich ja nicht nur die Schule ändern, es müssen sich Hierarchien darüber ändern, es muss sich die ganze Gesellschaft irgendwo frei machen, was ihre bisherigen Gedanken angeht, wie Lernen und Schule zu funktionieren hat. Und Sie haben eben mal mehr nur so nebenbei erwähnt, dass es schon Ideen gab, zum Beispiel die Schulpflicht abzuschaffen oder eben auch die Zeugnisse oder solche Bewertungssysteme abzuschaffen, dass das sogar schon in höheren Gremien besprochen wurde. Und dieser Gedanke, der ging jetzt die ganze Zeit durch meinen Kopf, dass ich dachte, oh weia, Schulpflicht abschaffen, wie mag das sein? Wie läuft das? Und dann habe ich aber gedacht, okay, da das System so starr ist, muss wahrscheinlich irgendwas Fundamentales passieren, was dem Ganzen mehr oder weniger den Boden unter den Füßen wegzieht, damit wieder so eine Art Chaos entsteht, wofür dann vielleicht neue kreative Lösungen gesucht werden müssen, weil ich sage mal so ähnlich wie in der Corona-Zeit, das konnte sich ja auch keiner vorstellen. Von heute auf morgen war ja ganz, ganz viel anders, als wir es kannten. Vieles funktionierte ja überhaupt gar nicht mehr so, wie wir es kannten. Und dann hat man ja teilweise gestaunt, was für kreative neue Möglichkeiten und Lösungsansätze entstanden sind, weil wir uns
ja, neu orientieren, neu sortieren mussten. Das war ja auch so eine fundamentale Geschichte, ne? Also man denkt jetzt nur mal, das ist jetzt vielleicht ein kleinerer Bereich, aber allein Homeoffice. Ich weiß allein schon von vielen von unseren Freunden und Bekannten, dass die jahrelang gekämpft hatten und immer mal einen Tag Homeoffice haben wollten. Und das ging nie in der Firma oder im Büro oder im Unternehmen. Und in der Corona-Zeit war das ja gang und gäbe. Und bei all unseren Bekannten und Freunden ist es jetzt auch beibehalten worden. Die dürfen weiterhin Homeoffice machen, weil man erkannt hat, hey, die liegen ja zu Hause nicht auf der faulen Haut. Die sind oft tatsächlich noch effektiver, die Angestellten, als wenn sie eben im Büro oder in der Firma sitzen. Und das sowas wäre vielleicht ja auch mit dem Thema Schule möglich, wenn man da ja wirklich revolutionär zur Sache gehen würde. Ja, aber da hatte ich Ihnen ja schon gesagt, es ist so eine Art Harakiri für den Politiker, der so etwas öffentlich zur Diskussion stellt. Und wenn es einer dann auch noch umsetzt, der ist garantiert, der 14 Tage gebe ich dem, dann ist der weggefegt. Dann ist er weg. Der Sturm der Entrüstung geht dann hoch und dann wird man in allen Medien lesen können, was die Menschen dazu sagen. Und die Mehrzahl der Leute, also die übergroße Mehrzahl der Leute, sagt, eine Schulpflicht kann man unmöglich abschaffen. Und damit hat sich das dann erledigt, der Politiker ist weg und es geht weiter wie vorher. Eigentlich könnte man sie ohne weiteres abschaffen, weil es sowieso diese Schulpflicht in dieser Form, die nämlich eine Schulanwesenheitspflicht ist, und dieses Gesetz geht zu einem Überfluss auch noch zurück auf eine Gesetzgebung aus dem Nationalsozialismus. Also die haben das Gesetz gemacht, mit dem wir heute noch unsere Kinder jeden Tag in die Schule jagen. Also das könnte man schon einfach wegnehmen, das Gesetz, und wäre dann eigentlich im Kreis der Mehrheit, weil ich glaube, es gibt so ein Gesetz nur noch in Deutschland. Selbst in Österreich können die Eltern ihre Kinder aus der Schule abmelden, wenn sie denn dafür sorgen, dass sie die Bildung, die in der Schule angeboten wird, auf eine andere Art und Weise erfahren dürfen. So, und das wäre ja schon gut vorstellbar, dass es Eltern gibt, die sagen, na gut, dann nehme ich mein Kind aus der Schule raus und schließe mich mit anderen Eltern zusammen. Wir kaufen uns gemeinsam einen Lehrer, den wir einstellen und der macht dann diesen Unterricht und dann können wir auch diese jährlich eingeforderten kleinen Überprüfungen, die der Staat ja immer noch will, die können wir doch dann locker absolvieren, weil unsere Kinder lernen ja in dieser Art von Lerngruppe viel mehr als diejenigen, die da in ihren üblichen Schulen herumsitzen und den ganzen Tag alles Mögliche lernen, aber kein großes Interesse an dem haben, was dort als Unterricht angeboten wird. Das würde schon alles prinzipiell gehen, aber ist nicht umsetzbar, so wie so vieles in unserem Land eben prinzipiell geht, auch richtig wäre, aber nicht umsetzbar ist. Mit Gewalt lässt sich nun gar nicht umsetzen. Also jetzt, indem man einfach eine Bestimmung macht, dann gibt es einen Zwergenaufstand und deshalb müssen wir damit leben, dass das ein ganz langsamer Aufweichungsprozess ist. Ich habe gedacht, dass die Eltern die Kräfte wären, die diesen Prozess in Gang setzen. Wir haben so eine Bewegung in Gang gebracht, eine Initiative, die heißt Lernlust jetzt. Und es war die Hoffnung, dass sich in jeder Ortschaft eine Gruppe von Erwachsenen findet, also auch Eltern, die sich zusammenschließen und sagen, wir sind das Ortsbündnis Lernlust, hier in Klein-Siestenich oder in diesem Stadtteil, und wir gehen in unsere Schule zu dieser Schulleitung und sagen, wir als Bündnis Lernlust hier aus dem Ort möchten Sie hier in Ihrer Schule, in unserer Schule dabei unterstützen, dass in dieser Schule kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Bitte sagen Sie uns, wie wir Sie dabei unterstützen dürfen. Ich fand das eine ganz großartige Idee. Sie ist gescheitert daran, dass es kaum Eltern gibt, die bereit sind, sich mit anderen Eltern für etwas anderes einzusetzen als ihre eigenen Kinder. So, also die Eltern sind alle furchtbar engagiert in der Schule, im Elternrat und sonst wo, haben da auch sehr viel mitzureden, aber es geht ihnen eigentlich immer nur um ihr Kind. Und das wäre jetzt eine Initiative gewesen, die hieß ja, damit in dieser Schule kein Kind seine Freude am Lernen verliert. Da wäre auch der Ismail und der, was weiß ich wie, die Fatima, die wären da auch dabei gewesen. Kein Kind sollte die Freude am Lernen verlieren. Es ist aus mit der Maus. Also wir kriegen es nicht hin, weil es nicht genug engagierte Eltern gibt, die bereit wären, sich für sowas einzusetzen. Die Idee ist
Klingt wirklich gut, schade. Aber vielleicht gibt es noch mal irgendwann ähnliche Ja, wir machen das Entwicklungen. auch weiter. Ich glaube, dass das alles Prozesse sind, in denen wir da im Augenblick stehen, wo sich schon irgendwas aus diesen Verwicklungen zu befreien scheint, sich also wieder entwickelt. Aber es ist eben ein langsamer Prozess und es ist aus meiner Sicht, wenn wir jetzt unser Gespräch hier zusammenfassen sollten, dann wäre meine einzige Erkenntnis, die ich an alle, die uns zuhören, weitergeben könnte, die würde heißen, versuchen Sie der Schule die Bedeutung zu entreißen, die sie sich angeeignet hat. Schule ist ein Stück in dieser Gesellschaft und zwar möglicherweise ein sehr unbedeutendes. Und hat sich aufgeblasen mit unserer Hilfe als Eltern, weil wir so sehr darauf angewiesen waren, dass die dort ordentlich auf unsere Kinder aufpassen, hat sich die Schule aufgeblasen wie so ein Elefant. Und da muss man jetzt den Stöpsel suchen, dass man da hinten den Stöpsel wieder rauszieht, dass das wieder auf Normalgröße zurückschrumpft. Ja, das ist ein Und das ist, schönes glaube ich, Bild. das kann, da kann jeder auf seine Weise mitwirken. Und da kann man, jeder kann dazu beitragen, dass die Bedeutung der Schule schrumpft. Ja, das wäre nämlich jetzt auch noch meine Frage gewesen, so ganz realistisch, ganz konkret. Was kann jeder von uns tun, um Schule einfach noch ein Stück besser zu machen? Jetzt im Moment, ganz aktuell. Und Sie haben es ja jetzt gerade schon angesprochen, indem wir der Schule auf jeden Fall schon mal die Bedeutung nehmen. Ja, und indem sich Eltern auch gegenseitig daran erinnern, dass ihre großen Vorbilder, die sie so haben, also Steve Jobs und Einstein und wie sie alle heißen, dass diese großen Vorbilder, wo sie sich eigentlich wünschen, dass es mehr davon geben solle auf der Welt, die Eltern brauchen sich nur gegenseitig zu ermutigen, deren Biografien nochmal zu lesen und zu gucken, was sie in der Schule gemacht haben. Dann wird es ihnen wie Schuppen von den Augen fallen. Von den Großen dieser Welt ist kaum einer dabei, der Abitur 1,0 gemacht hat. Das sind alle Schulabbrecher. Das Ich wollte sind gerade alles sagen, also Menschen, bei den meisten. die ihren eigenen Weg gesucht haben und gefunden haben. Und da war die Schule eher ein lästiges Hindernis. Oder Ja. sie haben es eben nebenbei irgendwie da abgewurschtelt, aber niemals so, dass es ihnen wichtig gewesen wäre, da gute Zensuren zu kriegen. Also das heißt, wenn man wirklich tolle junge Leute haben will, dann wird man die garantiert nicht unter den Leuten finden, die wir im Augenblick aus der Schule hervorbringen, als diejenigen, von denen wir glauben, dass die es könnten. Gibt es denn für Sie irgendwie eine beispielhafte Schule oder irgendwie Pilotprojekte in anderen Ländern, wo Sie sagen, da können wir uns jetzt was von abschauen oder eine Scheibe von abschneiden, die machen es schon richtig gut? Sie hatten ja eben schon gesagt, in Österreich zum Beispiel wird schon vieles anders gemacht. Ja, es gibt andere Länder und nehmen wir jetzt mal sowas wie Finnland. Die haben, glaube ich, inzwischen schon den Stundenplan abgeschafft und haben auch keinen Lehrplan mehr und altersgemischte Gruppen sowieso und Zensuren verteilen die auch schon nicht mehr. Da ist schon alles anders. Und das Skandinavien war ja die ganze Zeit immer irgendwie vorneweg, auch bei diesen PISA-Geschichten. Und deshalb sind damals ja auch immer die Leute aus Deutschland, die pädagogischen Verantwortlichen, dahin gefahren, haben da geguckt, wie die das machen. Und deshalb heißt die Antwort auf Ihre Frage, es nützt nichts, ein Beispiel sich zu suchen aus einer Welt, die nicht unsere ist. So, in Finnland, mit den Menschen in Finnland, die bestimmte Erfahrungen dort gemacht haben, die bestimmte Formen des Zusammenlebens herausgebildet haben, da kann man Schulen machen, in denen jedes einzelne Kind von Anfang an Verantwortung für seinen Lernprozess übernimmt, weil in Finnland in dieser Weite wahrscheinlich auch jeder Erwachsene Verantwortung für seine Dinge übernehmen muss. Das ist deren Lebenskultur. Und da kann man auch solche Schulen machen. Und es wird auch zwangsläufig, das bestätigt ja das, was ich sage, eine Gesellschaft bringt Schulen hervor, die so sind, wie diese Gesellschaft ist. Also nützt das jetzt nichts, hier in Deutschland anzufangen und zu gucken, wie die das in Finnland gemacht haben, weil man kann nicht eine Schule aufbauen, die nicht in das gesellschaftliche Gefüge passt, in dem sie sich da bewegt. Und deshalb gibt es keine Antwort auf diese Frage. Klar gibt es wunderbare Schulen,
kann man ja auch mal nachgucken, die werden ja auch manchmal vorgestellt. Und dann stellt man fest, ja, da ist ein toller Schulleiter meistens gewesen, der hat ein tolles Team zusammengestellt und dann haben die alles anders gemacht und auf einmal macht es dort Freude und da kommen auch andere Kinder raus. Man darf eben nur nicht glauben, dass man das überall verwirklichen könnte, weil die haben dort keine neue Methode, sondern da war es ein einzelner Mensch, der das gemacht hat. Also nicht jeder Schulleiter ist in der Lage, so eine Schule hervorzubringen. Und man kann es auch nicht lernen. Das können nur welche, denen irgendwas am Herzen liegt. Und da wird es jetzt interessant, weil die Schulleiter, die sowas hingekriegt haben mit dem Team, das waren welche, denen tatsächlich die Schüler am Herzen lagen. Nicht nur die, die in Mathe gut waren oder im Kunstunterricht oder wo auch immer. Das ist keine Kunst für einen Lehrer, die Schüler zu mögen, die in seinem Fachgebiet mitarbeiten. Sondern das müsste ein Lehrer, müsste jemand sein, der alle Schüler mag. So, und wenn er alle Schüler mag, dann kümmert er sich auch darum, dass die alle dort einen Raum finden in in dieser Einrichtung, wo sie sich entfalten können. So, und das, Wünschenswerte Aussichten auf jeden Fall. es wird anders nicht gehen, weil durch Professionalisierung werden wir es nicht schaffen. Also, dass die Lehre noch besser ausbildet, das nützt alles nichts, wie wir doch schon seit einigen Jahrzehnten sehen, weil es nicht darum geht, dass die besser ausgebildet sind, sondern es geht darum, dass die eine Beziehung zu diesen Schülern hinkriegen. Die große Hattie-Studie, die da gemacht worden ist, weltweit, die bringt das doch auf den Punkt. Es geht nicht um die Lehrpläne, es geht nicht um Unterricht von vorne oder von hinten oder sonst wie, sondern es geht um die Fähigkeit mancher Pädagogen, die Schüler mitzunehmen. Und das sind Pädagogen, die die Schüler nicht als Objekte behandeln. Die lassen sich auf diese Schüler ein. Und man kann sich auf die Schüler nur dann einlassen, wenn man sie mag. Wie Sie das ja auch schon mal in vielen Ihrer Texte sagen, so schön, das passt jetzt in dem Zusammenhang, wir müssen die Schülerinnen und Schüler oder überhaupt Menschen nicht belehren, sondern wir müssen sie berühren. Und nur dann, wenn wir sie irgendwie berühren, dann bewegt sich was und dann entsteht auch ein Lerneffekt. Es muss ihnen sprichwörtlich unter die Haut gehen. Ja. Und man ist aber eben so mit der Begeisterung. Die Begeisterung kann sich an allem Möglichen entfachen. Und es gibt auch komische Dinge, an denen sich die Begeisterung entfacht. Wenn man mal in so ein Fußballstadion geht, dann beginnt man es zu ahnen. Und wenn man sich nochmal an die Zeit des Nationalsozialismus erinnert, wird es einem ganz gruselig, was Begeisterung alles so auslösen kann. Und mit der Berührung ist es auch eine schwierige Geschichte. Weil es geht ja nicht darum, dass ich das Kind berühre, sondern dass das Kind oder der Lehrer oder die Lehrerin in eine Situation kommen, wo die mit sich selbst und in sich selbst berührt werden. Also wo die mit Anteilen von sich selbst wieder in Kontakt kommen, und zwar lebendigen Anteilen, wo sie plötzlich spüren, hey, dafür würde es sich lohnen. Wo ist denn das geblieben? Ja, ich funktioniere hier im Hamsterrad, und ich denke, das ist das Leben, aber ich bin ja halb tot. Das Lebendige ist doch einfach zugewickelt. Und das ist dann diese Berührung, um die es geht, wo Und dann dann sich diese der berühmten Einzelne, Momente. Ja. ja, wo der Einzelne dann auch nichts anderes machen kann, als dann zu der Erkenntnis kommt. Und wenn er es tief genug spürt, wird er sagen, okay, ich wickle mich jetzt aus. Also ich will jetzt aus diesen Verwicklungen raus. Ich will meine Lebendigkeit wieder haben. Und dann diese berühmten Momente, die man dann schon mal von Menschen hört, die dann, weiß ich nicht, im Hamsterrad waren, sich eine Auszeit genommen haben, Berg hochgelaufen sind und dann irgendwie da oben gespürt haben, was habe ich eigentlich die Jahre gemacht und dann plötzlich was ganz anderes machen. Es können aber auch kleine Momente sein, ne, wo ich einfach mal allein im Wald sitze und dann auf einmal irgendwie wie eine Art innere Stimme zu mir was sagt und ich merke, hey, ne, da ist doch noch ein Anteil in mir, der gerade ganz laut ruft und der jahrelang irgendwie unterdrückt oder eingewickelt war. Und dann den Mut zu haben, das nicht wieder einen Deckel drüber zu machen und so Nur weiter. mal gucken und wieder zu.
sondern diesem Ruf zu folgen und zu sagen, okay, nicht alles auf einmal, schön langsam, aber Schritt für Schritt. Und ich mache diesen Zirkus jetzt nicht mehr mit. Ich möchte kein Leben führen, nur um es allen anderen recht zu machen. Ja. Ich bin ein Subjekt in dieser Welt. Und ich passe auf, dass, was meine Subjekthaftigkeit ausmacht, das nennen wir ja auf Deutsch meine Würde, dass ich meine eigene Würde nicht mehr weiter verletze. Boah, so, und da weiß man auf einmal ja jemand, der sich so am Weg macht, der ist nicht mehr verführbar. Der weiß, was er will. Der ist auch auf dem Weg, wo es nicht mehr so schnell ins Schlingern kommt. Diese Menschen können dann etwas. Wir sagen ja immer bei uns, man soll sich entscheiden. Und da heißt es, bei den Entscheidungen wird man ja sehr schnell in eine Situation gestellt, wo man zwischen diesem und jenem entscheidet. Und da kann man jetzt lange noch drüber reden, aber im Grunde genommen ist das ein ziemlicher Blödsinn, weil in dieser Weise zwischen diesem und jenem entscheiden kann man erst dann, wenn man über alles genau Bescheid weiß. Das heißt, wenn ich einen Rechner hätte, einen Computer, der das ganz genau ausrechnen kann, was die Entscheidung bedeutet, wenn ich diesen Weg gehe und was diese geht, je besser der das rechnen kann, umso einfacher fällt mir die Entscheidung. Aber ich entscheide dann ja am Ende gar nichts, weil ich mache nur noch das, was der Rechner mir gesagt hat. Das ist so wie eine Regierung, die sich von einem Expertenrat sagen lässt, was sie machen sollte. Die sagt zwar, sie entscheidet, aber in Wirklichkeit hat ja dieser Expertenrat das schon entschieden oder die Sachlage. Und deshalb gibt es im Deutschen noch diesen anderen Ausdruck, und der heißt, dass man sich zu etwas entschließen kann. Ah, okay. Und der ist Ja. gut. Der ist Ja. gut. Ich kann, wenn ich so etwas erlebe, dass es mir das Herz berührt und dass ich merke, ich müsste eigentlich mein Leben anders gestalten, dann kann ich mich dazu entschließen. Das nicht entscheiden, sondern ich entschließe. Und da merkt man, da entschließt man sich, bei sich zu bleiben. Ein Entschluss ist immer etwas, was einen wieder mit sich selbst verbindet und nicht Verbindet, ja. mit etwas, was da draußen zu entscheiden ist, ob man diesem oder jenem folgt. Genau, dann scheidet man ja auch, ja, Schönes sind was Beispiel dran. dafür, was wir in der deutschen Sprache mit dieser Differenziertheit alles zum Ausdruck bringen können. Ich mich für etwas entschließe, wenn ich mich entschieden habe, also wenn ich mich, nein, wenn ich mich für etwas, zu etwas entschlossen habe. Also zum Beispiel kann ich mich dazu entschließen, aufzupassen, dass ich meine Würde nicht mehr verletze. Ja. Da gibt es kein Entkommen. Ich kann mich dazu entschließen, mit dieser Frau mein Leben zu teilen. Ja. Das kann man nicht wieder in Frage stellen. Ich Wenn ich bin mich auch nur bei dazu diesem, entschieden habe, kann ich das in Frage stellen, weil ich hätte auch eine andere nehmen können. ich wollte gerade sagen, bei Da diesem bin ich dazu. Entscheiden schwingt ja immer mit, da war was anderes, was Ja, ich dafür immer dafür da. weglassen musste. Und beim Entschließen habe ich nur diesen Einweg Ja, vor Augen, und ich diesen glaube, dass man Entschluss. sich nur dann für etwas oder zu etwas in dieser Weise entschließen kann, wenn man frei ist. Also Menschen, die nicht frei sind, die müssen sich immer zwischen zwei Alternativen entscheiden, wo sie hoffen, dass die eine ihnen mehr Freiheit bietet als die andere. Und das müsste im Unterricht mit den pubertierenden Jugendlichen besprochen werden. Das hat was mit ihrem eigenen Leben zu tun. Und da kann man auch wirklich tief rein. Und da könnten diese jungen Menschen dann auch Gespräche darüber führen, dass das Glück nicht darin besteht, dass man einen Zustand anstrebt, in dem alles passt und in dem alle Wünsche und alles das, was man sich so erträumt hat, auch erfüllt sind. Könnte man mit denen darüber reden, dass man doch nur dann das Glück in seiner ganzen Schönheit erleben kann, wenn man auch das Unglück gekannt hat. Wer das Unglück nicht erlebt hat, weiß nicht, was das Glück ist. Und dann gehört auf einmal zu dem Glück eben auch das Leid und das Unglück mit dazu. Und dann wird man darüber reden können, dass das Glück auch nichts ist, was man festhalten kann, sondern es wird immer nur dieser Moment sein, in dem es gerade mal passt und im nächsten Moment passt es schon wieder nicht mehr, sodass man eigentlich nur dann ein glücklicher Mensch werden kann, wenn man es im Laufe seines Lebens schafft,
es immer wieder passend zu machen, wenn es schon wieder nicht mehr passend ist. Und das nenne ich dann immer Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl. Okay, also wenn Also was in. ich bin jemand, der, wenn Unordnung, also Kohärenz als Ordnung und in Kohärenz als Unordnung, ich bin jemand, der in Zustand, wo es unordentlich geworden ist, immer wieder auf unterschiedliche und gute Weise so ändern kann, dass es wieder passt. Das ist passt. Und da ich das ja niemandem beweisen kann und man das auch nicht sozusagen mit Zensuren hinten und Examina ablegen kann, ist das am Ende nur ein ganz subjektives Gefühl. Also ich spüre in mir, aufgrund der vielen Erfahrungen, die ich bei der Bewältigung aller möglichen Schwierigkeiten gemacht habe, dass jetzt kommen kann, was wolle. Auch das nächste Problem wird mich nur dazu bringen, dass ich noch mehr lerne und noch besser mich im Leben zurechtfinde. Also herzlich willkommen, Probleme. Ja, nichts Glücklicheres kann ich mir vorstellen, als euch auch noch zu lösen. Ja. Ja, und da merkt man plötzlich, da kommt nun aber alles durcheinander, was wir da so, was so gemeinhin für Glück halten. Ja. Aber ich glaube, das ist es aber letztendlich auch, wenn man mal Eltern fragt, was wünschen sie sich, was ihre Kinder in der Schule lernen sollen, dass auch ganz viele damit antworten, ja, wir möchten, dass es denen gut geht, wir möchten, dass unsere Kinder lernen, wie sie ihr Leben gut führen können, dass ihnen ihr Leben gelingt, dass sie erfolgreich durchs Leben gehen und, und. Und klar wollen wir auch irgendwie, dass sie ein bisschen Mathe, Deutsch, ne, dass man rechnen kann und solche Dinge. Aber wir wollen eben auch ganz, ganz viel die Kinder fit fürs Leben machen. Und ich glaube, das vergessen dann viele Eltern auch. Das sind die Wünsche, aber die reflektieren vielleicht gar nicht nochmal. Erfüllt Schule das eben auch, das, was ich eigentlich irgendwann mal an Wünsche an die Schule gehabt habe, könnte ich mir vorstellen. Also zumindest ist das so ein bisschen mein Eindruck auch, genau. Und deswegen finde ich super, dass wir das heute auch noch mal so, ja, vielleicht für den einen oder anderen noch mal so ein bisschen aufgedröselt haben oder eine Idee gegeben haben, dass man bestimmte Dinge noch mal hinterfragt oder noch mal anders reflektiert und eben dem Thema Schule nicht gerade so diese immense Bedeutung gibt, weil wenn etwas eine immense Bedeutung hat, bringt das auch immer oft viel Druck mit sich, was Sie eben auch gesagt haben, Druck, den die Kinder spüren, Druck, den die Eltern spüren, den die Eltern wieder auf die Kinder abgeben. Und freue mich einfach, dass wir heute dieses Gespräch geführt haben und möchte Ihnen gerne das Schlusswort geben. Was wollen Sie uns zum Abschluss dieses Gesprächs noch mit auf den Weg geben? Das ist immer, es fällt mir immer so schwer, weil ich bin ja kein Ratgeber. Was wir hier gemacht haben, ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie zwei Menschen versuchen, irgendwie etwas zu verstehen. Und ich glaube, wenn man es verstanden hat, dann kann man es auch ändern. Dann kann man auch was tun. Wenn man es nicht verstanden hat, wird es übel, weil dann hängt man in dem Mist drin und weiß gar nicht, wie einem geschieht und macht eben das, was sich gerade dann so anbietet. Und deshalb finde ich das schon sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig ein bisschen mehr Mut machen, dass wir ein bisschen tiefer hinter die Oberfläche schauen, auf der sich das gegenwärtige Leben abspielt und uns helfen, auch Prozesse und Veränderungen zu erkennen, die sich hinter der Oberfläche dieser Alltäglichkeiten abspielen und vor allen Dingen auch hinter der Oberfläche. Fläche der medialen Beschallung. Das, was da über die Medien verbreitet wird, ist garantiert nicht das, worauf es im Leben ankommt. Sondern da werden ja auch Interessen vertreten und da werden wir wiederum zu Objekten von bestimmten Interessen gemacht, parteipolitischen, wirtschaftspolitischen, Konsum und keine Ahnung. So, und auch Interessen von Eitelkeiten, die da bedient werden sollen von uns. Und das würde ich allen, die uns hier zugehört haben, eigentlich wünschen, dass sie sich dafür nicht mehr zur Verfügung stellen. Und man kann das am leichtesten, indem man einfach mal ausprobiert, ob das denn eigentlich nicht viel mehr Freude macht, wenn man etwas liebevoller mit sich selbst umgeht. Anstatt immer nach etwas zu suchen, was man im Außen finden kann,
nach etwas zu suchen, was einem im Inneren gut tut. Das hat mit Narzissmus und mit Egoismus nichts zu tun. Und der Narzisst und der Egoist, die brauchen immer andere. Sonst macht das keinen Spaß. Also ich kann nicht als Egoist, wenn kein anderer da ist, macht keinen Spaß. Das ist ja doof. Aber jemand, der versucht, liebevoll mit sich selbst umzugehen, das ist eigentlich toll, wenn da kein anderer da ist. Stört er mich wenigstens nicht. Kann ich im Wald machen, kann ich ganz alleine machen. Und ich finde dann immer irgendetwas, was mir gut tut. Und indem ich das tue, werde ich wieder zum Gestalter meines eigenen Lebens. Und ich verbinde mich zumindest mit mir und meinen lebendigen Bedürfnissen. Und wenn ich dann wieder auf diese Weise meine zwei Grundbedürfnisse nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und nach Verbundenheit gestillt habe, dann bin ich kein Bedürftiger mehr. Und auch kein Getriebener. Und dann brauche ich nicht dauernd andere Leute, die meine Bedürftigkeit stillen. Und deshalb muss ich auch nicht mehr andere Leute benutzen als Objekte, damit es mir wieder besser geht, indem ich denen da also klage oder dass die mir zuhören sollen, dass die mich bewundern sollen, dass die mich gut finden sollen. Brauche ich alles nicht mehr. Ich bin dann plötzlich jemand, der was verschenken kann. So, und das ist die Voraussetzung dafür, dass man auch Kindern etwas schenken kann. So übel das klingt, wenn man selbst als Eltern bedürftig ist, dann wird man auch diese Kinder aussaugen, obwohl man sich das nie selbst eingesteht. Ja. Aber wenn man sich nicht mehr in dieser Weise bedürftig erlebt, als bedürftig erlebt, sondern als jemand, der mit sich selbst glücklich verbunden ist, der sich also aus seinen Verwicklungen befreit hat und sich entwickelt hat, der kann auf andere Menschen zugehen und kann denen was schenken. Der braucht auch keine Angst mehr davor zu haben, dass sie ihn zurückweisen. Ist doch egal. Und das wäre dann eine andere Art des Zusammenlebens, die zwischen solchen Menschen möglich ist. Und da das nicht gesamtgesellschaftlich und weltweit umzusetzen ist, und das wäre jetzt die Antwort auf Ihre Frage, wo der Tipp ist. Das muss man im kleinen Kreis vor Ort machen, dort, wo man zu Hause ist. Und die Veränderung, die wir uns alle wünschen, heißt es, beginnt in uns selbst, ja, haben wir eben gesagt, indem man anfängt, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Und wenn man das tut, dann wird man auch liebevoller zu den anderen werden, die da um einen herum sind. Und dann entstehen Inseln eines liebevollen Miteinander. So, und die kann niemand mehr kaputt machen, weil das so attraktiv ist. Und die haben auch eine hohe Attraktivität. Da kommen dann andere dazu und sagen, hier würde ich auch gerne. Ihr seht irgendwie fröhlicher aus als woanders. Ihr seht so aus, als Woanders. ob euch das alles nicht so kaputt macht und als ob ihr einen Weg gefunden habt, in dieser doch sehr verrückten und aus den Fugen geratenen Welt immer noch einigermaßen sich selbst wohlzufühlen und auch sich selbst als jemand zu erleben, der den Problemen, die diese Welt immer wieder erzeugt, nicht hilflos ausgeliefert entgegensteht. Nein, Ja. das Gestalter seines eigenen Lebens zu werden, indem man liebevoll mit sich selbst umgeht, um dann auch liebevoll mit anderen umzugehen, das könnte schon eine gute Idee sein. Und da merken Sie schon, kommt das Wort Schule drin gar nicht vor. Nee, nicht wirklich. Das Und Ihnen klingt auf auch jeden Fall, alles das Gute. klingt sehr, sehr schön. Ich danke Ihnen sehr, sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen auch auf Ihrem Weg weiterhin alles, alles Gute und ja. Dankeschön. Tschüss.